Wenn wir den Öffnungsschritt Geschäfte gemacht haben und wir haben einen Infektionszyklus, also 2 Wochen lang stabil unter 35, dann können wir den nächsten Schritt ins Auge fassen. Und schon bei den Geschäften sagen wir ja, wenn es landesweit 35 sind, kann man in Absprache mit seinen Nachbarländern schon die Geschäfte öffnen, wenn, selbst wenn noch nicht alle Bundesländer das haben. Wir haben dann 3 Stränge im Grunde noch. Wir haben die Schulen in den höheren Jahrgängen, Berufsschulen, Unis. Wir haben die privaten Kontakte als zweiten Strang, mit wie vielen Menschen darf ich mich treffen. Und wir haben einen dritten Strang, das sind im Grunde die Kultureinrichtungen, Kinos, Theater, Gruppensport und dann auch die Restaurants und eines Tages die Hotels. Und dann müssen wir politisch entscheiden, welche Öffnungsschritte aus welchem Strang wollen wir jetzt als nächste, und darüber werden wir beim nächsten Mal dann auch diskutieren. Und so entwickelt sich die Öffnungsstrategie, und man kann sagen, immer wenn wir stabil bei 35 bleiben, 14 Tage lang, und der vorherige Öffnungsschritt nicht zu einem Anstieg der Fallzahlen geführt haben, dann kann man den nächsten Schritt gehen.